gemessen an ihrer Frist. Haben Sie hier viele Eintagsfliegen in Ihrer Werkstatt? Nein, das kann ich nicht sagen, aber das gibt sie. Und sie erinnern uns daran, dass wir als Menschen erst kurze Zeit hier auf diesem Planeten sind und alles tun, um unsere Dauer auf diesem Erdball zu begrenzen. Das ist absehbar mittlerweile. Als Gattung sind wir in der Lage, uns selbst zu zerstören und entwickeln immer neue Instrumente, die diesen Prozess beschleunigen. Da spiegelt sich auch in diesem Gedicht wieder, also die Garantie, dass uns die Eintagsfliegen überleben werden. Es kommen in diesem Gedichtband eigentlich eine ganze Reihe Gedichte vor, die durch das ganze Buch sich ziehen, die immer wieder mit Behlendorf zu tun haben, also dem Ort, in dem Sie seit Jahrzehnten leben. Sie wohnen hier außerhalb eines Dorfes. Sie haben ja aber Ihre Biografie begonnen in Danzig, in einer großen Stadt. Sie haben lange in Berlin gelebt. Was hat Sie in die Natur gezogen? Das ist hier diese Endmoränenlandschaft, die mich sehr an die sogenannte Kaschubische Schweiz, das Hinterland von Danzig, erinnert. Das ganze Lauenburgische hier. Als ich herzog, war das noch Grenzgebiet. Das war noch die Mauer, die Abgrenzung in Ost- und Westeuropa da. Es hat sich im Grunde nichts geändert. Es ist, was zugenommen hat, ist der gleichmäßige Anbau von Mais und Raps und Raps und Mais. Es gibt dieses Eingangsgedicht, wo ich hause, das diesen Ort beschreibt, in dem ich gerne bin. Und ein Ort, der zu jeder Jahreszeit schön ist und zum Bleiben verlockt. Danzig, Labesweg Nummer 13. Sein Vater war Lebensmittelhändler, ein nüchterner Mensch. Sein künstlerisches Talent hat er von seiner geliebten Mutter. Durch den Zweiten Weltkrieg verlor er seine Heimat. In seinen Werken ließ er sie immer wieder auferstehen. Günter Grass ist für mich eine literarische Instanz, der wichtigste, der bedeutendste, der wirkmächtigste Schriftsteller seiner Generation. Das ist für einen deutschen Literaturkritiker natürlich das liebste Übungsgerät in gewisser Weise. Natürlich ist er ein unglaublich großartiger, möchte fast auch schon ein lächerliches Wort, talentierter Schriftsteller. Also mit großer Kraft, der große Bücher geschrieben hat. Nicht nur die Blechtrommel, sondern vor allem auch die kleinen Bücher, wie Tagebuch einer Schnecke zum Beispiel. Angekündigt als sein letztes Buch, Grimms Wörter. Günter Grass, der Sprachkünstler. Grimms Wörter, kein Roman, sondern ein alphabetisches Abarbeiten an sich selbst. Viel gelobt. Es ist jedes Mal beim Öffnen eines neuen Buches von Günter Grass der Fall. Was macht er denn jetzt schon wieder? Worauf konzentrieren Sie sich jetzt, wo Sie merken, dass die Kräfte schwinden? Ja, aber mein Wort gebrochen, also es ist kein Schlusspunkt mit Grimms Wörter gesetzt worden, sondern es ist der Band Eintagsfliegen entstanden und ich bin jetzt vorsichtig und mache keine endgültigen Versprechungen mehr. Ich weiß nicht, was noch entstehen wird, aber ich bin jeden Tag tätig. Sicher nicht mehr mit den Intensitäten. Es wird also auch die Kraft nicht reichen, 700 Seiten Romane zu schreiben. Es gibt auch genug davon. Aber es bleibt nicht. Und das ist in beiden Bereichen. Das ist ja auch die bildende Kunst, das Zeichnen gehört dazu. Und für mich liegt der Sinn des Lebens oder meines Lebens, ich will das nicht so allgemein fassen, indem ich die Möglichkeiten, die mir gegeben sind, so weit wie möglich verwirkliche. Das sind die beiden Talente, die mir von mütterlicher Seite mitgegeben worden sind. Dann mein Liebesbedürfnis, Liebe zu spenden, Liebe zu erhalten. Ich habe eine große Familie. Es bleibt bei mir eine Neugier,
Also ich habe keine Angst vor dem Tod, aber ich werde dann neugierig, was wird aus meinen Enkelkindern? Das sind 18 an der Zahl. Die leben ja in eine zum Teil ungewisse, zum Teil vordatierte Zukunft hinein, die nicht besonders einladend ist. Mir fällt zum Beispiel auf, dass als ich jung war, 17 Jahre war Kriegsende, mit 18 aus der Gefangenschaft, war die Umwelt zerstört. Nicht nur die Gebäude, sondern auch die einzelnen Existenzen. Aber es waren Möglichkeiten da. So etwas wie Zukunft tat sich auf. Günter Grass arbeitete in einem Kalibergwerk, machte eine Steinmetzlehre, studierte dann bildende Kunst. Schließlich schrieb er Ende der 50er Jahre den Roman, der ihn weltberühmt machte. Die Blechtrommel lässt Danzig wieder aufleben, verurteilt die Nazi-Diktatur. Die kongeniale Verfilmung machte Grass endgültig zum Klassiker. Es war einmal ein Spielzeughändler. Der hieß Sigismund Markus und verkaufte weiß-rot gelackte Trommeln. Natürlich ging es in der Zeit, in der Günter Grass gewirkt hat, vor allem auch um den Aufbau eines neuen Gemeinwesens, um ein Deutschland, um den Westteil Deutschlands nach der Nazi-Diktatur. Und da war seine Stimme ab den späten 50ern, den frühen 60er Jahren unglaublich wichtig. Das ist die Unabhängigkeitserklärung der deutschen Nachkriegsliteratur. Von jetzt an lassen wir uns keine Themen mehr vorschreiben. Wir akzeptieren keine ungeprüften Instanzen oder Autoritäten oder Werte, sondern jetzt kommt hier alles auf den Tisch. Und das Tolle an der Blechtrommel, an Oskar Mazzarat, dem scheinbar Verrückten in seiner Düsseldorfer Irrenanstalt, ist ja die Frage, die dieser Roman auch heute noch jedem deutschen Leser stellt. Was wäre es denn hier nun verrückt? Die Welt, in der wir leben, oder eben der angeblich Verrückte, der da weggeschlossen ist. Über Nacht wurde er zum Star. Bis heute. Für mich ist Günter Grass gewissermaßen ein Klassiker. Also ich verbinde damit Schulzeit, ein bisschen Uni, persönlich literarisch wenig, einige Lektüren, die vielleicht doch eher Pflichtlektüren waren. Und dann auch eine Literatur, die mir ganz spezifisch für eine ganz bestimmte Ära erscheint. Grass Welterfolg war das Abarbeiten am Nationalismus, der zur Katastrophe führte. Seine Blechtrommel war ein Plädoyer für ein Miteinander der Kulturen in Europa. Man vergisst immer, inwieweit dieses Europa, das war seine Wiege in Griechenland hatte, aber von Anfang an auch von Griechenland aus Arme und Einflüsse von aus der morgenländischen Welt hatten, wie gerade Mischkulturen besonders fruchtbar in Europa insgesamt gewesen sind, wie zum Beispiel eine von mir sehr geschätzte Romanform, der picareske Roman, ohne die maurischen Einflüsse, die morgenländischen Erzählhaltungen gar nicht denkbar sind. Also das ist die Wiege des oder das Entstehen des picaresken Romans ist Spanien gewesen, nicht? Und das ist ja nicht nur Cervantes, eine Vielzahl von Autoren haben diese Form benutzt, die dann in ganz Europa Nachahmung gefunden hat. Bei Ihnen in der Blechtrommel? Ganz gewiss, ja. Den Krieg erlebte Grass als Jugendlicher. Damals war er nationalgesinnt, das hatte er immer bekannt. Aber erst 2006 in Beim Häuten der Zwiebel gestand er seine Mitgliedschaft in der Waffen-SS. Ich war mir auch keiner Schuld bewusst. Ich bin zur Waffen-SS gezogen worden. War an keinem Verbrechen beteiligt. Dass ein Mann, der ein Großteil seines politischen, seines öffentlichen Wirkens damit beschäftigt war, anderen Menschen Noten zu verteilen, moralische Noten zu verteilen, Menschen darauf hinzuweisen, zu ihrer Vergangenheit zu stehen, wie zum Beispiel dem Finanzminister Karl Schiller, eindringliche Briefe zu schreiben. Es geht nur, wenn du ehrlich bist. Nur dann können wir gemeinsam das neue Deutschland schaffen. Wenn dieser Mensch, der die ganze Zeit das sozusagen als Grundlage seines Sprechens und Schreiben gemacht hat, Ehrlichkeit einzufordern, selbst 50 Jahre lang freundlich gesagt geschwiegen hat, unfreundlich gesagt gelogen hat, dann ist doch ein guter Teil seiner moralischen Autorität verwirkt, finde ich.
Letzten Endes, um Gottes Willen, es geht hier um die moralische Verfehlung eines Menschen, der mit 17 etwas unter Druck machen musste, der da kein Held war, der zu spät es eingestand, viel zu spät, Jahrzehnte zu spät. Das passt nicht mit dieser moralisierenden Rolle zusammen, die Grass zugewachsen ist. Aber ich glaube, er hat dazu alles gesagt, was man sagen kann. Er hat diese Rolle wieder gewonnen. Und mein Gott, es gibt so viele Politiker, die einen Fehltritt hatten. Es war ein moralischer Fehltritt. Das nimmt ihn in meinen Augen nichts von seiner Größe als literarische Potenz und Instanz. Günter Grass hat immer sehr viel angeklagt. Das ist ein Dynamo in ihm. Ich glaube, es hat damit zu tun, dass es einiges gibt, was er an sich selbst anklagen würde. Vielleicht auch eben seine Gesinnung, die als jugendlicher, junger Mensch eingefärbt war. Ich war erst jetzt in der Lage, das so zu machen. Und wer richten will, mag richten. Grass, der Verletzliche. Trotz allem, haben Sie Gefühle wie etwa Liebe für dieses Land? Also ich bin mit diesem Land untrennbar verbunden. Mit der Geschichte, mit der Last der Vergangenheit, mit all dem, was auch die Größe dieses Landes ausmacht. Ich meine das jetzt nicht in den räumlichen Dimensionen. Und natürlich mit der Sprache. Trotz allem liebe ich mein Land, das hochverschuldet andere Länder zum Sparen zwingt. Geliebtes, friedfertiges Land, dessen Waffengüte dank weit weggeführter Kriege Gewinn abwirft. Lieblich gehügeltes, herbflaches Land, in dem sich Arm und Reich ferner denn je sind, doch die Gerechtigkeit sonntags zu Wort kommt. Liebreich gelobtes Land, denn das Wort Freiheit leer gelöffelt und leichtgewichtig zur Hülse wurde. Trotz allem, mir liebes Land, das zum Erinnern verdammt ist, weil nichts ihm vergessen sein darf. Liebe bedürftiges Land, dessen Sprache mitsamt ihrer Schönheit bei all dem Gerede schwindet. Lieblos, fleißiges Land, dem die Arbeit nie ausgeht, weil Baustellen überall und zu groß. Nach Liebe dürstendes Land, dessen Bewohner nicht müde werden, vernarbte Wunden zu lecken. Meiner Liebe gewisses Land, dem ich verhaftet bin, notfalls als Splitter im Auge. Ich hätte nie von Ihnen erwartet, dass Sie einmal von Deutschland sagen würden, trotz allem liebe ich mein Land. Aber dann habe ich weitergelesen und dann dachte ich mir, naja, Günter Grass bleibt eben doch Günter Grass. Das ist meine Art, mit meinem Land umzugehen. Ich erspare ihm auch keine Kritik, weil ich meine, dass Kritik ein Liebesbeweis ist. Gibt es einen Moment, wo Sie sogar sagen könnten, ich bin stolz auf mein Land? Nein, das ist, also man kann stolz auf alles Mögliche sein, aber ich glaube, es gibt kein Land auf der Welt, das Anlass bietet, stolz zu entwickeln. Man kann, was eben mein Land Deutschland betrifft, dankbar sein, dass es uns trotz wiederholter Versuche, die Vergangenheit in Vergessenheit geraten zu lassen, dennoch gelungen ist, uns immer wieder dieser Vergangenheit zu stellen, auch in die nachgewachsene Generation hinein. Das ist eine Möglichkeit, dankbar zu sein, das fortzusetzen, aber kein Anlass, Stolz an den Tag zu tragen. Günter Grass, der Politische. Er engagiert sich für Willy Brandt, hilft im Wahlkampf. Unterstützt dessen auf Versöhnung ausgerichtete Ostpolitik.
Die Rolle, die Günter Grass als Autor spielte in den 60er Jahren, auf dem Weg zu einer großen Koalition, auf dem Weg zu einer Machtbeteiligung der SPD und auf dem Weg auch die alten Machthaber, die Nazis, die noch überall an den Stellen saßen, zu vertreiben, da war sein Beitrag natürlich unglaublich wichtig. Und in dem Zeitpunkt war es auch wichtig und hatte es eine Berechtigung als Schriftsteller zu behaupten, ich weiß etwas, was andere vielleicht nicht wissen, weil ich mich mit Sprache auskenne, weil es am Anfang vielleicht bei einer Neudefinition eines Gemeinwesens vor allem auch um Sprache geht. Wie spricht man und was kann man damit erreichen? Es gibt keine SPD, die ich zu 100% bejahe. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich wünsche mir keine Partei, die ich zu 100% bejahen muss. Sein politisches Engagement, dafür liebe ich Günter Grass durchaus auch, dass er beherzt sich einmischte, so sehr, dass es fast schon zur Karikatur wurde, dass eine spätere Autorengeneration sagte, um Gottes Willen, wenn ich noch mal einen Mann im Kordanzug sehe, der irgendwie sagt, so und so viel Prozent Lohnerhöhung für Bauarbeiter oder Frauenquote in DAX-Vorständen. Ich kann es nicht mehr ertragen. Sie haben damals Willy Brandt nach Warschau mit begleitet, als er dann vor dem Gedenkmal für den Aufstand des Ghettos sich niederkniete. War das nicht ein Moment, wo man sagte, ich kann einen gewissen Stolz verspüren? Nein, ich habe Willy Brandt immer bewundert, weil er im Gegensatz zur überwiegenden Mehrheit der deutschen Bevölkerung als ganz junger Mann erkannt hat, welches Unheil auf uns zukommt, weil die Verbrechen drohen und schon ihren Anfang genommen hatten. Und er hat dann das Land verlassen, ist in die Emigration gegangen. Und als er zurückkehrte, wurde er unter anderem von dem ersten deutschen Bundeskanzler Konrad Adenauer diffamiert als Emigrant und als uneheliches Kind. Das hat mich in seine Nähe gebracht, hat mich auch dazu angestiftet, sozusagen, weil ich kein geborener Sozialdemokrat bin, zum gelernten Sozialdemokraten zu werden, mit seiner Hilfe auch. Er hat mich gelehrt. Neben utopischen Ausflügen, also Zukunftshoffnungen und Illusionen, auch die Realpolitik zu sehen, das Pragmatische, das nicht nur als Gegensatz zu begreifen, sondern beides im Verhältnis zueinander auch zu praktizieren. Grass bezeichnet sich selbst gerne als Mahner. Das ist er auch, als Utopie schneller zur Wirklichkeit wird, als alle erwarten. 1989 fällt die Mauer. Die Wiedervereinigung. Grass verarbeitet seine skeptische Haltung wie so oft literarisch in Ein weites Feld. Seit bestimmt 20 oder 30 Jahren ist er auch natürlich außerordentlich darum bemüht, diese Rolle, die ihm die Gesellschaft zugeschrieben hat, auch auszufüllen. Das geht ja auch in viele Bücher hinein, wie zum Beispiel den grauenvollen Wenderoman Ein weites Feld und so, wo er sozusagen sagt, ich habe hier den Auftrag, ich bin die Figur Günter Grass und als die spreche ich jetzt und wann immer er das gemacht hat, ist es eigentlich immer schief gegangen. Sie bleiben der Splitter im Auge, schreiben Sie hier in diesem Gedicht. Und 1989 haben Sie den deutschen Einheitsstaat ja kategorisch abgelehnt. Nein, das stimmt nicht. Das ist eine Legende. Ich habe, als manche schon die Einheit abgeschrieben hatten, Sie haben ich Aufsätze geschrieben. Sie haben in dem Aufsatz ein vaterloser Geselle diesen Satz geschrieben. Ich lehne den Einheitsstaat kategorisch ab. Ja, Einheitsstaat, ja. Ja. Nicht, weil ich ein glühender Verteidiger des Föderalismus bin. Und ich habe befürchtet, dass es also auch mit einer Hauptstadt Berlin wieder zu einem Zentralismus kommen würde, mit dem wir nie gut gefahren sind in Deutschland. Die Modalitäten der Einheit, die habe ich abgelehnt und die haben bis heute schreckliche Folgen. Es ist eine Schande, wenn mehr als 20 Jahre nach dem Fall der Mauer in Ost und West unterschiedliche Renten, unterschiedliche Löhne gezahlt werden, wenn es uns nicht gelingt, was groß versprochen wurde, blühende Landschaften, bei all den Milliarden, die ausgegeben worden sind und die sich auch auf schöne Art und Weise in Fassaden, in allen möglichen niedergeschlagen haben. Aber die Einheit steht nach wie vor
auf dem Papier, weil sie eine Einheit ohne Einigung war. Die ostdeutsche Bevölkerung ist an diesem Einheitsprozess nicht genügend beteiligt gewesen. Man hat das alte Grundgesetz, die Forderung nach einer neuen Verfassung, die dann zur Abstimmung gebracht werden sollte vor dem deutschen Volk, hat man negiert. Hat das alles mit dem Anschluss, Artikel 23, gemacht. Und an den Folgen werden wir noch lange tragen. Aber ich bin nie ein Feind der Einigung Deutschlands gewesen. Nein, nein, des Einheitsstaates war das damals. Es gab ja eine Zeit, da waren Intellektuelle wie Böll, Lenz und Sie die viel gehörten und auch akzeptierten Mahner. Das ist heute nicht mehr. Um Sie herum ist es eigentlich, was das betrifft, einsam geworden. Wer mahnt eigentlich heute noch? Sind die Zeiten nicht mehr danach? Nein, es ist allgemein, so ab den 80er Jahren, so in der öffentlichen Meinung, im Journalismus und allem Möglichen, so ein angelernter Zynismus gang und gäbe. Ein Mann wie Heinrich Böll, der wird als Gutmensch abgetan. Ja? Das ist so die Spitze des Zynismus und dagegen schreibe ich an. Hat die Ökonomisierung des Lebens auch das politische Bewusstsein verdrängt? Man hält sich gerne bedeckt. Wir haben zwar die Meinungsfreiheit, eine Zensur findet nicht statt laut Verfassung, aber es gibt ein Ausmaß von Selbstzensur. Das ist widerlich auf der einen Seite und sträflich, weil wir von unserer Freiheit, die wir an jeder Sonntagsrede im Mund führen, keinen Gebrauch machen. Eine Freiheit, für die er immer kämpfte. In den biederen Nachkriegsjahren etwa wurde ihm Pornografie vorgeworfen, weil er in Katz und Maus Onanie beschrieb. Günter Grass, der Provokateur, der Anecker. Heinrich Böll hat gesagt, man merkt eine Grenze erst, wenn man sie überschreitet. Und bei Günter Grass scheint es mir, dass es ihm ganz gleichgültig war, wo sie verläuft. Er ist einfach hinübergegangen. Ich bin nicht sicher, ob er wirklich provozierte. Ich glaube, dass vieles von dem, was Grass aussprach, bare Selbstverständlichkeiten waren. Deshalb auch der Konsens. Nur er war oft der Erste, der es formulierte, der es auf den Punkt brachte. Und das ist eigentlich der Instinkt eines Politikers. Er hat keine oder selten extreme Positionen vertreten. Die wirkmächtige Gruppe 47. Ihre Stellungnahmen waren in den 50ern unüberhörbar. Hier wurde auch seine Stimme groß. Die Gruppe 47 war da als Institution. Man wollte gemeinsam wirken, man wollte gemeinsam auf die Politik einwirken, ständig Resolutionen verfassen, gemeinsam sagen, wohin muss es gehen. Die Stillage der Unterhaltungsliteratur. Schaltstellen der Macht, so hat er das immer begriffen, im literarischen Betrieb. Die Gruppe 47 auch als seine Gruppe, als sein Machtinstrument gebraucht und dann auch die Literatur. Es geht auch um Machtausübung, es geht um wirken wollen in einer unglaublichen Weise, wie es das kaum ein anderer Schriftsteller geschaffen hat. Die Studentenproteste ließen dann die Gruppe 47 plötzlich alt aussehen. Es hat immer in der Gruppe 47 diese offen ausgesprochenen Abneigungen untereinander gegeben, offen ausgesprochen. Und gleichzeitig war es doch ein ziemlicher Zusammenhalt. Aber warum hat Richter dann 67 aufgehört einzuladen? Naja, es war so, dass auf der letzten Tagung in der Pulvermühle einige Autoren dazu beigetragen haben, dass Studenten mit offenen Cabriolets fuhren, die dort vor, aus Erlangen oder aus, haben sie, glaube ich, gegen die Gruppe 47 protestierten, die Papiertäger beschimpften. Und gerade auf dieser Tagung wurde der Boykott der Springerpresse beschlossen. Also es war genau das Gegenteil der Fall. Und Richter hat sich sehr darüber geärgert, dass einige Autoren
wie Lettau und eher vermuten war es eben auch Enzensberger dahinter standen. Ich kann das nicht nachprüfen, will das nicht nachprüfen, aber es hat ihn dazu gebracht, zu sagen, damit hören wir auf. Es gehörte auch dazu, die erste Okkupation der Tschechoslowakei. Die Einladung lag vor als nächste Tagung im Prager Frühling, in Prag oder bei Prag zu tagen. Und er hat dann gesagt, wir tagen erst wieder, wenn die Tschechoslowakei frei ist. Und das hat er auch gemacht. Im Rollstuhl saß er mittlerweile. Und das war dann die eigentlich letzte Tagung. Das war Anfang der 90er Jahre. Ja. Wann wurden Sie eigentlich zum ersten Mal in die Gruppe 47 eingeladen? 46, in einer Frühjahrstagung in Berlin. 46? Ja, 56. Das war dann mit Ihrem Gedichtbänden. Ich hatte noch gar nichts veröffentlicht. Ah, ja. Ich habe Gedichte vorgelesen, die dann Beifall fanden. Und ich habe dann auch sofort, ich habe nie einen Verleger suchen müssen, sofort den Luchterhand Verlag als Verleger gefunden. Und so erschien mein erstes Buch, auch mit Zeichnungen, Die Vorzüge der Windhühner. Grass und die Lyrik. Er blieb ihr immer treu, auch wenn die Romane stets erfolgreicher waren. Das ist im Grunde sein Versuchslabor. Da werden viele Themen erprobt, Romanhandlungen schon mal, wie übrigens auch sein Pendant John Updike, der als Lyriker unverächtlich ist, hat der Lyriker Grass immer im Gedicht manches Jahr getestet, was dann in den Romanen wiederkehrte. Sein anderes Versuchslabor, Zeichnungen und Tradierungen. Er feilt, umkreist, schabt sich förmlich ab, am Metall wie an der Sprache. Wenn Sie an Glücksgefühle denken, was fällt Ihnen da ein? Das Glück ist ja Momente, das sind Momente. Das kann sich in Begegnungen mit Menschen, das hat es bei mir in Gott sei Dank im gehäuften Umfang gegeben. Aber auch beim Arbeiten. Ich meine, eine Satzperiode, an der ich lange arbeite und auf einmal klingt sie, auf einmal hat sie ihren Atem und trägt sich selbst, nicht? Dann, das ist ein Glücksmoment und ist beim nächsten Satz, an dem ich weiterarbeite, schon wieder weg. Wer stirbt hier, ist gestorben. Wer stirbt, ist abgeworben. Wer hier stirbt, unverdorben, ist ohne Grund verstorben. Sehr viel Rhythmus ist darin. Es ist wie Musik. Auch etwas Sperriges, Donnerndes, Zurückgenommenes, Zartes, Leises. Wenn man einmal live als Lesender erlebt hat, das ist ja in vielen guten Büchern, das ist auch da, das hat was geradezu Überwältigendes, finde ich. Und das ist für mich, wenn es um den Schriftsteller Günter Grass geht, erstmal das Allerwichtigste. Wer mir zuhört, meine der Werkstatt angebaute Bibliothek ist Licht durch ein Glasdach und das einzige Fenster mit Ausblick in des angrenzenden Waldes Dickicht, das Blaumeisen, Rotkehlchen und ein Eichhörnchenpaar beleben, dem der dort versteckte Vorrat über den Winter half. Manchmal pickt eine Amsel ans Fensterglas, will wissen, was ich in immer neuer Fassung schreibe. Also lese ich Wort nach Wort vor, Gedichte als eines Lebens Bilanz. Die heute aus Neugier betriebsame Amsel pickt nicht ans Glas, hält vielmehr den Kopf seitlich geneigt und könnte, so hoffe ich, was sie hört, in ihren abendlichen Gesang flechten, nicht scheuend schräge Töne und ab und an den schrillen Triller. Also lese ich Wort für Wort vor, steht da. Und Sie lesen gern vor, Sie haben ja fast Ihr gesamtes Werk eingelesen. Wie wichtig ist Ihnen das gesprochene Wort? Also ich schreibe ja auch laut, nicht, weil ich der Meinung bin, dass die Literatur oralen Ursprungs ist. Es wurde erst erzählt, 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 immer in neuen Fassungen. Und dann kam jemand, Homer oder wer immer auch,
der anfing, das aufzuschreiben. Und ich möchte gern dieses Gesprochene erhalten und lese gerne auch vor Publikum, weil das für einen Schriftsteller doch eine der wenigen Möglichkeiten ist, direkt mit dem lesenden Publikum umzugehen. Wenn ich das Gedicht richtig verstehe, dann hören die Vögel, wie sie hier beim Schreiben die geschriebenen Sätze vortragen. Ja. Ist das Ihre Art, sich selbst zu kontrollieren? Naja, also Schreiben ist ja ein wunderbarer, einsamer Vorgang. Und dann ist das schon für mich jedenfalls nicht störend, wenn dort an dem einzigen Fenster eine Amsel sitzt und ans Glas pickt und dann auf einmal den Kopf schräg hält, als höre sie mir zu. Und dann die Hoffnung, dass auf eine verfremdende Art das, was ich geschrieben habe, in ihren abendlichen Gesang hineingeflochten wird. Ist für Sie das Aussprechen... Eine Wunschvorstellung. Ist für Sie das Aussprechen des geschriebenen Satzes auch die Suche nach der Melodie des Satzes? Ja, es ist ja in rhythmisierter Prosa geschrieben, die Dinge kurz fasst und durch den Rhythmus allein kommt natürlich etwas, was man durchaus auch musikalisch hören könnte. Aber Sie lesen ja auch Ihre Prosasätze, wenn Sie Romane geschrieben haben. Die haben Sie ja auch vorgelesen, selbst. Auch die Prosa hat ihren Rhythmus. Das sind ja fließende Grenzen zwischen Prosa und Lyrik. Ich möchte die wärmsten Glückwünsche der Schwedischen Akademie aussprechen, wenn ich Sie jetzt auffordere, den Nobelpreis für Literatur aus der Hand seiner Majestät des Königs entgegenzunehmen. Günter Grass, ein Weltstar der Literatur, aber auch ein Familienmensch. Zugewandt, an anderen interessiert. Günter Grass ist ein wahnsinnig freundlicher Mensch, so habe ich ihn jedenfalls erlebt. Fernab von aller Hybris und Eitelkeit, jemand, den ich als sehr hilfsbereit wahrgenommen habe. Für mich ist es ein großes Geschenk jedes Mal, wenn ich ihm begegne. Man kommt immer ein wenig zu ihm wie als ein Sohn oder als ein Enkel. Auch mit der Ehrfurcht vielleicht. Grass, der Gesellige, der Genussmensch. Kochen ist eine Leidenschaft und er kocht gut. Ich esse gerne und ich koche sehr gerne. Und für jeden, der diese beiden Passionen hat, ist eigentlich der Butt der Roman von Günter Grass. Allein die Rede der Köchin an die Kochgewerkschaft in Köln, die Industriepampe Dosenfraß auftischt. Im Grunde ist Günter Grass der Erfinder der Slow-Food-Bewegung, ein Verdienst, das man ihm sehr zu Unrecht nicht anerkannt hat. Wir haben auch uns in Paris einmal getroffen. Da gab es ein Abendessen bei seiner Übersetzerin. Und da haben wir ziemlich intensiv und heftig über Indien diskutiert. Das weiß ich noch sehr genau. Und über die Probleme, des Sozialstaates, der Religion, alles in Bezug auf Indien, war sehr spannend. Ich glaube, dass Günter Grass auch im Gegensatz zu vielen älteren Schriftstellern interessiert ist am Kontakt, auch mit anderen Schriftstellern, auch mit sehr viel Jüngeren, was ungemein toll ist. Er ist sehr, sehr neugierig. Und doch skeptisch für die Zukunft. Ich hätte im fortschreitenden Alter überhaupt keine Gedanken an Rente und Sicherung gehabt und sehe nun, wie in der Kinder- und auch in der Enkelgeneration weit und breit diese Ängste vorherrschen, nicht diese Hemmnisse auch dadurch gegeben sind. Und das fällt mir auf und ich versuche ja auch in einigen Gedichten, gerade auch die Enkelkinder, sich nicht vernetzen zu lassen. Wenn Sie nicht mit diesem neuen technischen Kram zuzudecken, die Zeit damit zu verschwenden, zu meinen, dass
eine Fülle von Information mit Wissen gleichzusetzen ist. Wissen muss erarbeitet werden. Das ist durch kein Netz zu bedienen. Zwar zu bedienen, aber es bringt nicht ein Wissen. Aber wenn Sie das sehen, die sogenannte neue Netzwelt, haben Sie dann das Gefühl, Sie sind eigentlich eine Person aus einer anderen Epoche? Ja, ganz aus der Zeit gefallen. Ich habe kein Internet, ich habe nicht mal ein Handy. Ich möchte nicht. Und Sie haben ja noch nicht mal einen Führerschein. Das auch, ne? Das ist, aber das, ich möchte nicht dauernd überall erreichbar sein und zu Orten sein. Das ist für mich eine schreckliche Vorstellung. Außerdem ist dieses ganze Zeug neue Form von Sklavenarbeit. Das meiste wird auf Kosten von anderen Arbeitskräften hergestellt und strahlt und ist Müll. Und wird dazu beitragen, dass wir, wenn wir diesen Erdball verlassen, sehr viel Müll, unter anderem strahlenden Müll, hinterlassen werden. Wenn Sie in Ihr Leben zurückschauen, welche Irrtümer erkennen Sie? Ja. So meinen Sie das jetzt im politischen Bereich? Das ist hier gleich. Also in meinen Verhaltensweisen, Personen gegenüber, es gibt auch Irrtümer, Fehleinschätzungen, auch mich selbst überschätzt in der einen oder anderen Situation. Im politischen Bereich habe ich zum Beispiel in letzter Zeit, es hat mich überrascht dann, nicht früh genug erkannt und vielleicht nicht laut genug ausgesprochen. Ich habe es ausgesprochen, dass mit der Aussetzung der Wehrpflicht wir uns eine Söldnerarmee einhandeln. Und meine Generation kann sich noch daran erinnern, wie zum Beispiel die Reichswehr einen Staat im Staate gebildet hat und eine Söldnerarmee neigt dazu, Gleiches zu tun. Das ist eine der unbesonnensten Handlungen und es hat keine ausreichende politische Opposition dagegen gegeben. Weder SPD noch Grüne, die haben das sogar begrüßt, ohne sich die Konsequenzen richtig zu bedenken. Wir sehen jetzt, wie schwer es ist, das mit Söldnermeldungen auszugleichen. Aber witzige Werbungen werden gemacht, um da einen Ausgleich zu schaffen. Das, was dem Land einen wirklichen Segen gebracht hat, die vielen, vielen tausenden Ersatzdienstleistenden, die in sozialen Bereichen gearbeitet haben, ist kaum zu ersetzen, nur notdürftig zu ersetzen. Das sind alles Konsequenzen, die wir sehen. Man merkt das mittlerweile, dass das eine Fehlentwicklung ist, aber es geschieht nichts Entscheidendes. Das ist also, ich hätte das früher erkennen müssen und auch benennen müssen. Grass mahnt, ununterbrochen. Als er im Frühjahr die israelische Außenpolitik anklagte, hat das zu einem erwartbaren Skandal geführt. Hemmungen hatte er da nie. Es hat schon mit seinem unglaublichen Erfolg zu tun und mit der Bedeutung, die ihm beigemessen wird, der Wirkung, die er hatte, der Wirkung, die die Blechtrommel hatte und dass er irgendwann in den 60ern den Eindruck hatte, ich mache auch den Kanzler, ich, Günter Grass, ich mache die deutsche Außenpolitik und eine unglaubliche Hybris musste da geradezu entstehen. Günter Grass ist in meinen Augen sowas wie der Minenspürhund für Themen der Bundesrepublik, der Zeitgeschichte, gar keine Frage. Er ist ein Weltempfänger. Manchmal im Alter hat er dieses Talent noch. Das wird ihn wahrscheinlich auch jung halten. Warum sage ich jetzt erst, gealtert und mit letzter Tinte, die Atommacht Israel gefährdet den ohnehin brüchigen Weltfrieden? Wie er es schon überschrieben hat, jetzt spreche ich, man muss das sagen. Und das ist genau so ein Sprechen über Israel, wie es ja genau die Seite, die er immer vorgibt zu kämpfen in Deutschland, nämlich die politische Rechte, behauptet, dass es diese Tabus in Deutschland gibt. Und er kommt jetzt endlich und sagt einmal, Israel bedroht den Weltfrieden und nicht den Iran, einfach die Welt auf den Kopf zu stellen. Und mit diesem Gestus der Unfehlbarkeit, das war schon außerordentlich unangenehm.
Die Kommentare einhellig. Nur wenige verteidigten Günter Grass. Das Israel-Gedicht von Günter Grass war eine Lehrstunde, was der Kunst zugefügt wird in Zeiten der politischen Korrektheit. Als Literaturkritiker hat mich die mühselige Debatte über dieses Gedicht ermüdet und ernüchtert. Jetzt reden wir seit Jahrzehnten von der unbedingten Freiheit der Kunst. Jetzt nimmt jemand, dessen demokratisches Renommee so über jeden Zweifel erhaben ist, wie Günter Grass, Anstoß an einer bestimmten außenpolitischen Haltung zu Israel, von Israel, und schreibt darüber ein Gedicht. Und schon sind wir hier am Ende der Freiheit der Kunst. Ja, das darf ein Gedicht auf gar keinen Fall. Auch in Eintagsfliegen steht das Gedicht. Allerdings wird jetzt nicht mehr pauschal die Atommacht Israel angeklagt, sondern die gegenwärtige Regierung der Atommacht Israel. Sie haben ja in diesem Frühjahr ein Gedicht veröffentlicht in der Süddeutschen Zeitung, was gesagt werden muss. Und damit haben Sie eine heftige Diskussion erfahren. Das Gedicht ist auch hier in dem Band drin, ja. Mit einer leichten Veränderung. Es ist die Kritik an der israelischen Regierung, dass sie mit dem Erstschlag gegenüber Iran droht. Das Gedicht hat es ja sogar in die Tagesschau geschafft, also das ist schon etwas ganz Ungewöhnliches. Und sie kritisieren die Drohung eben der israelischen Regierung. Im Gedicht selbst, das veröffentlicht wurde, haben sie nicht die israelische Regierung gesagt, sondern haben sie Israel gesagt. War das eine Unachtsamkeit? Es war eine Unachtsamkeit. Da habe ich Anlass zur Kritik erweckt. Und da bin ich auch bereit, das zu ändern. Aber der Tendenz ist das Gedicht geblieben. Es geht ja immer auch darum, warum ich so lange dazu geschwiegen habe, warum ich jetzt spreche. Und das auslösende Moment war dann die Lieferung von deutscher Seite zwei U-Boote an Israel, die die Möglichkeit haben, atomare Sprengköpfe abzuschießen. Und das halte ich für verdammenswert. Und es werden womöglich noch weitere U-Boote dieser Art geliefert. Ein Bundestagsabgeordneter, Norbert Gansel, hat sehr früh darauf aufmerksam gemacht. Wenige Wochen nach der Veröffentlichung meines Gedichtes hat der Spiegel sich dann, obgleich er mein Gedicht verdammt hat, gemüßigt gefühlt über diese Gefahr, Eine Titelgeschichte zu machen, da ist auch Norbert Gansel zitiert drin. Ich finde, das Beste, was man als Freund Israels, des Staates Israels und der Menschen dort, und ich sehe mich als ein Freund Israels, diesem Land angedeihen lassen kann, ist es zu kritisieren. Ich halte das für eine Selbstverständlichkeit. Die verweigerte Kritik, eine kritiklose, quasi philosemitische Haltung, ist für mich eine neue Form von Antisemitismus. Aber in dem Moment, in dem Ihr Gedicht in der Süddeutschen Zeitung erscheint, im selben Tag erscheint schon der Artikel, in dem Sie als Antisemit bezeichnet werden, wegen dieser Kritik. Also über diese Dummheiten und Unverschämtheiten will ich kein Wort verlieren. Ja, aber Sie haben in Ihrem Gedicht ja selber darauf hingewiesen. Ja, ich habe darauf hingewiesen, dass immer diese Gefahr droht. Und man muss es trotzdem aussprechen. Ich habe ja in diesem Gedicht einen anderen Bereich völlig ausgespart. Ich habe mich auf diese Drohung, die von Netanjahu ausgehen und die auf der einen Seite eine vermutete Atombombe auf iranischer Seite, auf der anderen Seite die geschätzte Existenz von 100 bis 300 atomaren Sprengköpfen. Israel ist ein Atommacht außerhalb jeder Kontrolle. Sämtliche Resolutionen von Seiten der UNO werden missachtet. Israel ist eine Besatzungsmacht und betreibt seit Jahren Landraub, vertreibt Menschen, sieht sie als Menschen zweiter Klasse an. Das sind rassistische Momente in Israel. Das Land hat sich in der Beziehung zum Unguten verändert. Das betrübt mich und das sollte jeden Freund Israels betrüben. So wie es viele Israelis betrübt. Also sollte man das aussprechen dürfen. Es wird ja auch von manchen Leuten ausgesprochen, weniger bei uns in Deutschland, aber Leute wie Stefan Hessel oder Alfred Gross, beides. Die Zahl wächst. Grass in aller Munde. Eine kalkulierte Provokation?
Freunde wie Gegner sagen, er wisse, wie man Aufmerksamkeit erregt. Schon immer. Am Anfang war das natürlich eine notwendige und, so nenne ich es mal, eine gute Provokation in einer Gesellschaft, die durchsetzt war von alten Nazis, von Leuten, die natürlich nach 45 einfach weitermachen wollten. Und da war diese Provokation natürlich außerordentlich gut. Und ich glaube, es liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass er jetzt auf dem, wie ich finde, falschen Weg gekommen ist mit der Weltsicht, hier ist Israel, das ist dem Weltfrieden bedroht, hier ist der Iran, der irgendwie von Klakören irgendwie machen, Maulhelden nennt das, also irgendwie nicht ernstzunehmende Witzbolde. Ich glaube, dass es auch daran liegt, dass er das natürlich vermisst, diesen Kampf, diese Provokation. Ich glaube, dass Provokation nötig ist, um gehört zu werden und um Menschen aufzurütteln und eine Debatte überhaupt ins Rollen zu bringen. Die Frage ist, ob sich diese Kraftanstrengungen lohnen, weil man ja doch den Eindruck nicht so ganz los wird, dass das im Tagesgeschäft des Feuilletons eine gewisse Rolle spielt, darüber hinaus aber vergleichsweise wirkungslos ist. Also man hat das Gefühl, es ist eine interne mediale Aufgeregtheit und die dauert für eine bestimmte Zeit an und danach verpufft sie und in Kürze wird sich niemand mehr daran erinnern. Mich hat eigentlich erstaunt, wie unisono die deutsche Presse sie verurteilt hat. Das Interessante ist dann aber gewesen, dass die Leser anders reagiert haben, mehrheitlich als die veröffentlichte Meinung. Also die öffentliche Meinung ist anders als die veröffentlichte Meinung, was den einen oder anderen Journalisten ja auch zum Nachdenken gebracht hat. Aber wo sehen Sie diesen Unterschied? Warum schreiben die Presse etwas, wo die Leser plötzlich sagen, aber der hat doch recht? Ja, aber es liegt daran, dass die Presse diese Aufgaben versäumte. Und nach wie vor ist diese Hemmung da, die Israel notwendige Kritik zu ersparen. Liegt das daran, dass wir aufgrund unserer Vergangenheit, aufgrund von Auschwitz, der Gaskammern und so weiter und so fort, Vernichtung von 6 Millionen Menschen in diesen Gaskammern, dass wir da ein Tabu aufgebaut haben? Ja, es ist diese schleichende Verlogenheit, die sich dann einschleicht, nicht? Dieses Messen mit zweierlei Maß. Und Israel hat zu Recht den Anspruch erhoben, nach der Gründung mit all den auch schrecklichen Begleitumständen auch ein normaler Staat neben anderen Staaten zu sein. Und ist deshalb der Kritik ausgesetzt, nicht? Die Regierung ist eine gewählte, kann abgewählt werden. Diese Dinge sind doch in der Verfassung festgeschrieben. Und da Israel auch zu Recht bestimmte Dinge, wo Antisemitismus ausbricht und grässlich zutage tritt, dagegen Protest einzulegen, das Gleiche trifft zu für den Zentralrat der Juden in Deutschland. Das ist ja ein wachsender Kreis, auch durch Juden, die aus Russland gekommen sind. Und ich begrüße das sehr. Was ich aber vermisse, ist, dass dieser Zentralrat dem Land Israel gegenüber nicht als jemand auftritt, der eine starke Beziehung natürlich dazu hat, aber auch Dinge sieht und ausspricht, die der Kritik würdig sind. Ob es eine schlaue Idee von Günter Grass war, dieses Gedicht zu schreiben, wenn Sie mich so fragen, das war, glaube ich, gar keine schlaue Idee. Aber mitunter muss man Schleue oder Cleverness oder die Erwägung von Konsequenzen hintanstellen. Offenbar war es ihm so wichtig. Diesen Mut bewundere ich dann wieder. An diesem Gedicht wurde ja auch deutlich, was für eine unglaubliche Macht und Bedeutung Günter Grass in der ganzen Welt hat. Dass da der israelische Ministerpräsident reagiert, dass amerikanische Außenminister reagieren auf ein Gedicht dieses Mannes, das ist natürlich umwerfend. Also das hat es, glaube ich, in der Geschichte der deutschen Literatur nicht gegeben und das wird es auch nicht mehr geben. Und das muss man bei allem Ärger darüber, um was es da geht, muss man das natürlich auch ein bisschen anerkennen. Eintagsfliegen enthält noch ein Gedicht zu Israel. Ein Held unserer Tage. In diesem Gedichtband haben Sie ein weiteres Gedicht, das sich mit der Atombewaffnung Israels befasst. Sie widmen es Mordechai Vanunu.
der am israelischen Nuklearforschungsprogramm mitarbeitete und die Existenz der israelischen Atombombe dann der Presse verraten hat. Und daraufhin wurde er vom israelischen Geheimdienst entführt, hat 18 Jahre in Einzelhaft gesessen. Wann haben Sie das Gedicht geschrieben? War das habe ich jetzt auch in dieser Zeit, das Gedichtband entstanden ist. Es heißt ja, ein Held unserer Tage. Wobei mich das wundert. Eigentlich sind Sie doch jemand, der meint, Helden brauchen wir nicht mehr. Ja, solche Helden schon. Solche Helden, die Geheimnisse dieser Art ausplaudern, aussprechen, an den Tag bringen, die brauchen wir in allen möglichen. Es gibt ja zum Schluss auch einen Aufruf überall. Auch in Kiel, wo weitere Atom-U-Boote gebaut werden, diese Dinge, die auch in Deutschland geheim gehalten werden, ans Tageslicht zu bringen. Nicht, das ist schrecklich. Und dann hinterher, wenn diese Dinge eskalieren, will keiner was gewusst haben. Nein, das ist schon begrüßenswert. Und war nun ganz und gar meine Unterstützung, soweit das noch helfen kann. Heute lebt er unter Hausarrest, er kann aus dem Land das Land gar nicht mehr verlassen. Ist zu 18 Jahren Gefängnis verurteilt worden, 11 davon hat er abgesessen, er ist immer wieder ins Gefängnis gekommen und hat nicht nachgelassen, das auszusprechen, was Tatsache ist. Nichts anderes hat er gemacht. Ich fordere ja am Schluss des Gedichtes die Richter auf, ihn in den Kreis der Gerechten aufzunehmen. Was wobei Sie das ja vorsichtig, Sie bitten ja, die ja, Richter, ja, Sie fordern ja, gar nichts, ja, Sie sind ja, milde. Ja, ja. Wenn man einen Schriftsteller anprangert und sagt, er soll jetzt mal seinen Mund halten, sozusagen, das ist ebenso gefährlich, wie seinen Mund nicht zu halten. Ich glaube, in Deutschland läuft das auch in einer ganz spezifischen Tradition. Die ist nämlich dualistisch. Da sind die Mächtigen und da ist der mahnende, beobachtende Schriftsteller. Das ist eine Position, die ich persönlich, ehrlich gesagt, ein bisschen naiv finde. Grass und die Kritik. Ein schwieriges Verhältnis, politisch wie literarisch. Wenn er kritisiert, nennt er es einen Liebesbeweis. Bei seinen Kritikern vermutet er hingegen Missgunst. Das Spiel zwischen Kritik und Günter Grass gehört immer mit dazu. Natürlich sind die Kritiker von ihm abhängig. Auch ein Marcel Reich-Ranicki hätte weitaus weniger Erfolg und weitaus weniger unterhaltsames und beachtetes Leben gehabt, wenn es eine Gegenfigur wie Günter Grass nicht gegeben hätte. Und das sieht aber Reich-Ranicki auch ganz bestimmt genauso. Er weiß, ohne Literatur kann der Kritiker lange kritisieren. An die Gemeinde meiner Feinde. Bleibt mir gewogen, auch wenn der Vorrat an Hass nur noch auf Sparflamme köchelt. Leidet mäßig, weil ihr zweitrangig seid und treffsicher nur aus dem Hinterhalt. Gebt nicht auf, denn zu nagen gewohnt ist selbst zahnloser Neid. Habt Geduld, ein Weilchen nur bleibe ich noch. Sicher euch Lohn und wohltemperierte Stuben. Haltet in Treue zu meinesgleichen, denn ohne Autoren bliebe euch Wiederkäuern nur dürre Wiese und Trockenfutter als Fraß. Genießt euch beklatscht als Kleinmeister billige Häme, die einer Gilde Gemeinsinn eint. Schreibt während Stunden nieder, was im Verlauf der Jahre vom Zweifel gehemmt entstand. Ach, wie flüssig es euch und schlau von der Hand geht, mir jedoch stockt schon wieder die Tinte. Wenn Sie in Ihrem Leben zurückschauen, gibt es da einen Moment, wo Sie merken, die Gemeinde Ihrer Feinde beginnt zu wachsen? Naja, also in Situationen, was ja in unregelmäßigen Abständen passiert, dass sich so ein Wolfsrudel aus der Presse zu hören bekomme, mit dem bekannten Geheul, dann merke ich, wie allein ich in solchen Situationen bin. Unterstützung bekomme ich zumeist von Kollegen aus dem Ausland.
während es bis auf wenige Ausnahmen hierzulande still bleibt. Aber das war ja nicht immer so. Also nein, das war nicht immer so. Es gab also auch eine kritische Solidarität zwischen Autoren, die für mich selbstverständlich ist. Und das hat nicht nur nachgelassen, das sind richtige Lücken entstanden. Da gehört dieses sich bedeckt halten, diese Ängstlichkeit, auch in die Schusslinie zu geraten, sicher mit dazu. Ich habe das Glück gehabt, dass ich mit meinem ersten Roman, mit der Blechtrommel und ab dann finanziell unabhängig war. Und diese Unabhängigkeit weiß ich zu schätzen. Dafür bin ich dankbar und fühle mich verpflichtet, sie auch zu nutzen. Und da mag natürlich auch Neid mit einer Rolle spielen. Aber ich will mir auch nicht die Zeit stehlen und nun über die Motive der Gemeinde meiner Feinde nachdenken. Günter Grass, ein bewegtes und bewegendes Leben. Ein großer Schriftsteller, ein bedingungsloser Mahner. Und doch auch ein freundlicher und hilfsbereiter Mensch, der schnell verletzt ist, wenn er kritisiert wird. Ich finde es nicht schlimm, dann regen sich halt alle auf. Und dass ein Künstler verletzlich ist, besonders verletzlich, weil er natürlich auch mehr von sich zeigt und gibt als andere, das ist auch verständlich. So endet der Besuch beim Nobelpreisträger, die Rückschau auf ein Künstlerleben. Dichter und Provokateur. Am Dienstag wird Günter Grass 85. Wir wünschen einen schönen Geburtstag, Schaffenskraft und alles Gute. Ich wünsche Günter Grass Gelassenheit. Er hat ein unglaubliches Werk geschaffen, unglaubliche Bedeutung erschaffen. Er muss nicht mehr weiter provozieren. Er muss der Welt, glaube ich, nichts mehr beweisen. Ich wünsche Günter Grass auf jeden Fall noch die Schaffenslust und die Freude am Schreiben, dass er vielleicht doch noch einen Roman oder zumindest ein Buch schreibt.